Heute spreche ich über die beste Methode, mit der du als Frau noch in diesem Sommer Fett am Bauch, an den Beinen und am Po verlieren kannst, ohne dabei das Gefühl haben zu müssen, auf alles zu verzichten. Wenn du also noch in diesem Sommer deine Lieblingskleider aus dem Schrank holen möchtest und dich in deiner Haut so richtig wohlfühlen möchtest, dann hast du mit diesem Video die perfekte Anleitung dafür. Das Erste, was unser Körper am Tag braucht, ist kein Essen, sondern dieses wundervolle Getränk hier, und zwar H2O. Dein Körper braucht morgens Wasser. Dadurch, dass er die ganze Nacht keine Flüssigkeit bekommen hat, fehlt uns morgens Wasser und dein Körper ist somit dehydriert. Deshalb empfehle ich nach dem Aufstehen und auch noch vor dem Essen einen halben Liter kühles Wasser zu trinken. Das kurbelt einerseits den Stoffwechsel an, weil das getrunkene kühle Wasser auf Körpertemperatur aufgewärmt werden muss. Außerdem unterstützt es deinen Körper dabei, Giftstoffe aus dem Körper zu schwemmen, die in der Nacht durch Selbstreinigungsprozesse entstanden sind. Nachdem du dich der Dehydration gewidmet hast, wäre der richtige Zeitpunkt für ein bisschen Bewegung. Mach ein paar Schritte, mach einen kleinen Spaziergang, stretch dich etwas oder mach etwas Yoga. Denn das wird dafür sorgen, dass dein Körper richtig in Schwung gebracht wird und dein Stoffwechsel stärker arbeitet. Jetzt kannst du einen Tee, Kaffee oder eine andere Koffeinquelle deiner Wahl genießen. Neben dem Genuss kurbelt das enthaltene Koffein zusätzlich deinen Stoffwechsel an. Achte hierbei nur darauf, nicht unnötig viel Mist in Form von Zucker oder Sahne zu verwenden. Als Alternative würde ich dir lieber ein paar Tropfen Stevia, anderen Süßstoff oder etwas ungesüßte Mandelmilch empfehlen. Wenn es in deinen Zeitplan passt und du ausreichend motiviert bist, würde ich dir empfehlen, vor der ersten Mahlzeit am Tag ein kleines Training zu machen. Also ein echtes Krafttraining, Joggen oder Schwimmen. Kommen wir zur ersten Mahlzeit des Tages, zum Frühstück. Hier gibt es für gewöhnlich zwei verschiedene Typen. Die einen brauchen nur einen Tee oder Kaffee am Morgen und essen erst später, was völlig okay ist. Wiederum andere wollen am Morgen nicht auf ihr Frühstück verzichten und auch hier finden sich gute Lösungen. Egal ob du um 6 Uhr oder erst später um 10, 11 Uhr frühstückst, du solltest unbedingt bei deiner ersten Mahlzeit auf einen hohen Standard achten. Bei der Gewichtsabnahme ist es wichtig, im Einklang zu bleiben. Konsequent zu sein. Morgens eine gesunde erste Mahlzeit zu sich zu nehmen, hilft dir dabei, mit viel Energie in den Tag zu starten. Hier kommen ein paar Optionen, die du essen kannst und dabei noch super lecker und nährstoffreich sind. Gerade morgens bieten sich Eier an, vielleicht eine Art Omelette mit etwas Gemüse oder Speck oder etwas Rührei mit einer kleinen Beeren- oder Obstbeilage. Vielleicht gehörst du zu den Personen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, dann kannst du ein paar proteinreiche Overnight Oats machen. Dafür einfach am Vorabend ein paar Haferflocken einweichen, dann ein bisschen ungesüßte Mandelmilch und ein paar Heidelbeeren dazugeben und mit Hanfsamen oder Chiasamen verfeinern. Du kannst hier variieren mit zum Beispiel Erdbeeren, Äpfel oder anderen Früchten und Beeren. Das ist eine sehr gute proteinreiche Mahlzeit. Oder du machst dir einen Frühstücks-Smoothie. Das funktioniert auch für viele Frauen sehr gut, hält satt und versorgt den Körper mit guten Nährstoffen. Und das Beste, du brauchst nur 5 bis 10 Minuten zum Zubereiten. Es macht einen großen Unterschied, ob wir gesund in den Tag starten oder eben mit viel Zucker durch Brotaufstriche, süße Backwaren oder Gebäck. Denn wenn wir das machen, dann haben wir direkt am Anfang des Tages viel zu viele Kalorien zu uns genommen und wir befinden uns direkt im Rückstand, wenn es um die Kalorien geht. Dein Frühstück sollte grundsätzlich viele Proteine enthalten, wenig Kohlenhydrate und allgemein eine gesunde, ausgewogene Mahlzeit sein. Die zweite Mahlzeit sollte dein Mittagessen sein. Irgendwann gegen Mittag bis frühen Nachmittag. Hier gibt es zwei gute Möglichkeiten, die ich dir heute zeigen möchte. Erstens eine Eiweißquelle mit Gemüse oder Salat. Das kann zum Beispiel ein Salat mit Grilled Chicken sein oder Wildlachs, ein paar Steakstreifen mit frischem Gemüse, aber auch was Vegetarisches wie eine Art Bowl mit Gemüse, etwas Avocado, Hanfsamen, bisschen Tofu oder Tempeh. Damit ist es unabhängig davon, ob du gerne Fleisch oder Fisch isst oder auf diese Dinge ganz verzichten möchtest. Also wichtig zu verstehen ist, dass Proteine zusammen mit ausreichend Gemüse ein super Mittagessen sind und auch hier hat man so viele Möglichkeiten, gesunde Lebensmittel miteinander zu kombinieren. Ich persönlich finde diese Art von Essen einfach praktisch, weil du quasi immer so etwas essen kannst, egal ob es zu Hause oder unterwegs ist. Ich meine, selbst bei McDonald's bekommt man einen Grilled Chicken Salat. Eine andere Sache, die genauso gut funktioniert, ist gesundes Sandwich. Achte darauf, ein gutes Brot dafür zu verwenden, also nicht unbedingt Weizenbrot. Eher ein Sauerteigbrot oder Vollkornbrot. Dann kannst du es mit Avocado, etwas Senf, ein paar Sprossen, vielleicht etwas Pute, Hähnchen oder Lachs belegen. Auch ein gekochtes Ei, ein bisschen Salat, Tomate, Gurke kannst du variieren. Also, du hast hier wirklich viele Möglichkeiten, ein gesundes Sandwich mit unter 500 Kalorien zu essen. Das schmeckt nicht nur mega lecker, es hält dich lange satt, liefert dir super Makronährstoffe und macht dich so nicht träge und müde wie andere ungesunde Mahlzeiten. Mhm.
Manche Menschen haben Schwierigkeiten, besonders nachmittags durchzuhalten und fangen dann oft das Naschen an. Grundsätzlich wollen wir natürlich nicht ständig unserem Körper etwas zu essen geben, da sich sonst unser Blutzucker nie ganz regulieren kann. Wir wollen also immer wieder solche Fastenphasen haben, damit unser Stoffwechsel ungestört arbeiten kann und unser Blutzuckerspiegel nicht ständig Achterbahn fährt. Wer zum Blutzucker nochmal ein ausführliches Video sehen möchte, dem verlinke ich das hier nebenan. Dort findest du alles zum Thema Blutzucker. Wenn du jetzt also gar nicht anders kannst, weil die Zeitspanne für dich noch zu groß ist, vom Mittagessen um 12 oder 13 Uhr bis zum Abendessen um 18 oder 19 Uhr, dann kannst du natürlich auch etwas naschen. Hierfür bieten sich Früchte in Kombination mit ein paar Nüssen zum Beispiel sehr gut an. Auch ein Proteinriegel, ein Proteinpudding können den Heißhunger stillen. Wichtig ist hier wieder so kalorienarm und so wenig Zucker wie möglich. Einige Früchte können teilweise auch sehr viel Fructose beinhalten. Also solltest du auch dort etwas vorsichtig sein, welche Früchte du isst. Beeren, Sauerkirschen, Aprikosen, Kiwis oder Pfirsiche haben zum Beispiel eher wenig Fruchtzucker. Bananen, Äpfel und Weintrauben solltest du zum Beispiel eher meiden bzw. vorsichtig damit umgehen. Beim Abendessen möchte ich dir eine Methode zeigen, die es dir einfacher machen wird, wenn es darum geht, die richtigen Lebensmittel zu wählen. Wenn du dir also einen Teller vorstellst, dann kannst du diesen Teller einmal in der Hälfte trennen. Die eine Hälfte füllst du nur mit Gemüse. Das kann Brokkoli, Spinat, Rosenkohl oder Spargel sein. Die andere Hälfte trennst du ein weiteres Mal und befüllst dann die kleineren Bereiche einmal mit Eiweiß. Hier kannst du Hähnchenbrust, Tofu, Tempeh, Bohnen, Steak oder Pute nehmen. Und das letzte Viertel befüllst du mit Kohlenhydraten oder Fetten. Hier nimmst du gesunde Kohlenhydrate oder wenn du etwas weniger Kohlenhydrate zu dir nehmen möchtest, zum Beispiel weil du dich an Low Carb versuchst, dann nimmst du hier gesunde Fette. Dort können also liegen Süßkartoffeln, brauner Reis, Quinoa, Avocado, Nüsse oder Samen oder ähnliches. Wenn du dich an diese Methode hältst, dann sollte dein Teller nicht mehr als 500 bis 600 Kalorien haben. Und das ist ein gutes Ziel für eine Mahlzeit, wenn du als Frau Gewicht verlieren möchtest. Das heißt, du wirst mit dieser Methode in ein Kaloriendefizit kommen und trotzdem noch genügend Power und Energie haben, weil du deinem Körper alle wichtigen und essentiellen Nährstoffe gibst, die er braucht. Deshalb ist das Gemüse auch sehr wichtig. Nicht nur, weil Gemüse oft viele Ballaststoffe hat, sondern auch wegen der Mineralien und Vitamine. Du kannst auch hier wieder so unzählig verschiedene Variationen zusammenstellen, das dafür sorgt, dass du dich abwechslungsreich ernährst und nicht eben dieses Gefühl hast, ständig nur das Gleiche zu essen oder auf etwas verzichten zu müssen. Manche Menschen brauchen nach dem Essen immer noch irgendetwas Süßes. Hier kommt also noch ein Geheimtipp, wie du diesen Heißhunger auf etwas Süßes richtig umgehen kannst. Kauf dir dafür eine dunkle Schokolade mit mindestens 70% Kakaoanteil und iss ein Stück davon. Das stillt deinen Heißhunger sehr schnell und sorgt für ein gutes Gefühl. Alternativ kannst du auch einen Espresso nach dem Essen trinken. Es ist wichtig, dich hier nicht komplett einzuschränken und dir etwas zu verbieten. Achte hier besonders auf die Kalorien und den Zuckeranteil und genieße einfach die Kleinigkeit. Es gibt High-Protein-Puddings mit wenig Zucker oder High-Protein-Eis, das man in kleinen Mengen genießen kann. Und wenn du dann fertig bist nach deinem Abendessen und du noch etwas Süßes genossen hast, dann putz dir am besten direkt die Zähne. Das signalisiert deinem Gehirn, dass du für heute fertig bist mit dem Essen. Und es ist auch leichter, sich daran zu halten. Das ist ein Schlüssel für eine erfolgreiche, nachhaltige Abnahme, dass wir nicht immer wieder snacken und unseren Stoffwechsel damit in den Keller fahren. Wir brauchen diese Fastenzeiten und wir brauchen einen regulierten Blutzucker. Deshalb achte auch darauf, zu ähnlichen Zeiten am Tag zu essen und eine Gewohnheit darin zu sehen. Das ist also ein gutes Beispiel, wie deine Ernährung über den Tag verteilt aussehen kann, sodass du trotz Kaloriendefizit ausreichend Makronährstoffe zu dir nimmst und genügend Vitamine und Mineralstoffe zu dir nimmst. Wenn du das umsetzt, wirst du nicht nur nicht hungern müssen, du wirst auch mal etwas naschen können und auch mal etwas Süßes essen dürfen. Trotzdem wirst du mit dieser Lebensweise stetig abnehmen und du wirst dein Gewicht auch für immer halten können. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat und du mehr Hilfe möchtest, auch für deine persönlichen individuellen Herausforderungen, dann kannst du dich gerne melden unter www.janbarmann.de. Ich freue mich auf dich, dein Jan.